Schwere Unfälle sind ein Albtraum für die Opfer wie auch die Helfer. Doch sie sind leider auch häufig ein Spektakel für Schaulustige. Die Polizei wie auch die Feuerwehr beklagen dies immer häufiger. Insbesondere bei schweren Verkehrsunfällen ist die zeitliche Dringlichkeit sehr groß. Da kann es um Sekunden gehen, um Menschenleben zu retten. Daher brauchen die Rettungskräfte eine freie Zufahrt zu der Unfallstelle. Und schaulustige Gaffer blockieren diese Zufahrt. Und das kann im schlimmsten Fall Menschenleben gefährden und Menschen töten. Im Internet kursieren tausende solcher Videos. Teilweise sind Unfallstellen gleich von mehreren Handynutzern gefilmt worden, ohne Rücksicht auf die Opfer und die Helfer. Diese Sensationslust der Menschen hat sich gesteigert. Insbesondere seitdem jeder ein Smartphone hat, tendiert man teilweise dazu, diese Unfallstellen zu fotografieren oder videografieren, um diese, ich halte es für pervers, im Internet einzustellen und sich an diesen Bildern, ich sage es knallhart, teilweise zu ergötzen. Wer gaffend an einer Unfallstelle vorbeifährt, ist unkonzentriert. Immer öfter kracht es auf der Gegenspur, weil die Zuschauer unachtsam sind. Der Deutsche Anwaltverein warnt, dass deutsche Gerichte deshalb immer öfter hart auf Gaffen reagieren. Wenn Sie denn nun langsam an der gesamten Geschichte vorbeifahren und nach rechts und nach links gucken, kann es sehr gut sein, dass Sie selbst dabei eine Ordnungswidrigkeit begehen. Und sei es auch nur auf dem Vordermann auffahren oder über eine rote Ampel rollen oder was es da alles so für Sachen gibt. Und da werden Sie sicherlich hinterher keine Milde vom Gericht zu erwarten haben, wenn das wegen Gaffertum passiert ist. Das Fahrverbot ist also dann fast schon vorprogrammiert. Doch Gaffern drohen auch Strafen, wenn es nicht kracht. Die gesetzlichen Möglichkeiten gibt es ja bereits heute. Vom Verwarngeld über Bußgeld bis hin zum Platzverweis oder bei unterlassener Hilfeleistung sogar die Verfolgung einer Straftat. Das Problem ist aber, dass das Personal, was zu diesem Zeitpunkt an der Unfallstelle eingesetzt ist, andere Dinge hat als diese Gaffer-Problematik zu verfolgen. Im Durchschnitt 15 Jahre liegt bei deutschen Autofahrern das letzte Erste-Hilfe-Seminar zurück. Kein Wunder also, dass immer weniger bereit sind, Hand anzulegen. Der häufigste Fehler der Menschen ist, dass sie entweder sich nicht trauen oder vielleicht auch nicht in der Lage sind, Erste-Hilfe zu leisten. Denn das ist das vorrangige Ziel der Menschen, die zuerst da sind. Ein weiterer Fehler ist aber auch, die Unfallstelle nicht sachgerecht abzusichern. Wenn man als Erster am Unfallort ist, muss man auch darauf achten, dass man andere Menschen warnt, nicht in diese Unfallstellen noch zusätzlich hineinzufahren. Erste Hilfe zu leisten ist Pflicht. Doch was droht dem Verkehrsteilnehmer, der sich nicht traut? Das ist so ein Graubereich. Was hilft es, wenn man sagt, Sie sollen bitte schön Erste Hilfe leisten und Sie haben gar keine Ahnung davon und nehmen erstmal einem Motorradfahrer den Motorradhelm ab? Das ist ja hochgefährlich. Insoweit wird man Sie da nicht für belangen können. Aber wenn Sie helfen können, dann appelliere ich schon daran, tun Sie es bitte auch. Wer Opfer eines Unfalles wird, wünscht sich mit Sicherheit keine Gaffer. Dafür aber tatkräftige Helfer.